Guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Prepare 3 der Version 4.4. Und wir fliegen heute mit dem Airbus A321 in der Lufthansa-Lackierung von Stuttgart nach München runter. Und wir sind lange nicht mehr Prepare 3D geflogen. Das habt ihr bestimmt auch auf meinem Kanal gesehen. Und heute verschaffen wir uns heute mal mit dem Flug Stuttgart-München. Wollen wir heute mal sozusagen wieder einsteigen. So, und da wollen wir dann auch am besten auch gleich starten. So, natürlich brauchen wir auch ein paar Personen an Bord und etc. etc. Ihr wisst schon, was ich meine. Das machen wir schon mal ein bisschen an. Wir bereiten schon mal alles hier vor für unseren Abflug. So, Loaded Fuel. Wir haben heute 85 Passagiere mit. Cargo liegt heute bei 2 Tonnen und wir nehmen heute 4 Tonnen Sprit mit an Bord. So, laden wir auch alles direkt instant rein. Perfekt. Dann wollen wir mal hier alles eingeben. Wir können dann mittlerweile auch die APU starten. So, jetzt. So, wir haben IAE-Triebwerke mit an Bord. Perfekt. EDDS nach EDDM. Wir fliegen heute als Lufthansa One Alpha Bravo. Und Kostendeck 30. Und Cruise Light Level machen wir heute mal 220. Ist heute nicht so ein langer Flug. So, Loaded Fuel nochmal. Wir haben heute einen CO2-Fuel von 56 Tonnen mit einem CT von 26. Hoffentlich klappt das so. Genau das wollte ich. Sehr schön. 4 Tonnen Sprit nehmen wir mit. Sehr schön. So, wir standen heute auf der Runway 07 am besten, damit wir gleich in der ab da vor Hotel nehmen wir. Und für unsere Final Approach nehmen wir heute die ILS Left. ILS 208 Left. Die Rixit 3 Alpha. Insert. So, perfekt. Wir starten heute mit Flaps 1. Ups, nee, eigentlich 1 Grad. Sondern Flaps 1. Rein da. 117, 125, 132. Sehr schön. So. Zu. So, und dann nehmen wir mal unsere Ground Services weg. Alles. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Thank you very much. So. Beacon on. Da sind wir auch schon fertig. Sehr schön. An, alles da. Engine start. Start the engine 2. N2 is pulling up. Und jetzt kommt auch N1. Da war die Zündung und jetzt kommt Sprit mit dazu, sehr schön.
engine 1 is stabilized, engine 2 is stabilized, starting engine 1. Und jetzt war auch hier in Engine Number 1 die Zündung. Engine spooling up, sehr schön. Und Engine Number 1 ist stabilized. Sehr schön. So, Flaps 1. Auto Wave Max. Hier vor der Up. So, Trim. Dann kann es auch losgehen. Jetzt drehen wir einmal hier komplett rum und rollen jetzt da zum Runway 07. So, sehr schön. Das Ganze wird heute ein voller Flug werden. So. Und dann geht's hier rein. Jetzt geht's ja rein auf Kilo. Und jetzt sind wir an Kilo und leihen gleich ab. Und dann machen wir die Lichter an. So, Ticker ist an, Clock wird gestartet und Takeoff. Engines spooling up, stabilize. Manflex 57 SOS Runway Auto Thrust is blue. Stabilized, also fast set.
100 knots. V1 and rotate. Pause the rate of climb, gear up. Pilot 1 und Level Climb. So, jetzt ist er drin. Flaps up. Und so der Stuttgart. So, und QNH Sender Z. Und da kann es auch in die Sonne gehen. Sehr schön. Genau, es wurde ja mal wieder Zeit, dass wir mal wieder im Prepared fliegen. Ihr könnt auch gerne jetzt schon unter die Kommentare schreiben, was ihr gerne beim Flug sehen wollt. Und ich bin natürlich auch für alle Flüge offen. Ich bin auch für Let's Plays bin ich natürlich offen. Und also ihr könnt mir gerne Wünsche hier in die Kommentare schreiben, also was ihr natürlich von mir sehen wollt, von wo ihr wunderbar fliegen wollt, oder ob ihr jetzt zum Beispiel, ob ich hier den PMP-3D Flug weiter fortsetzen soll, von Lachchester zum Beispiel nach JFK, so 10.000 Feet, da jetzt man mit Super Sun auf, und da bin ich auch immer sehr gerne offen, also wir können auch zum Beispiel in den Urlaub fliegen, sprich wir starten ab Deutschland in Richtung hier zum Beispiel Kanarische Inseln oder Balearen, könnt ihr alles reinschreiben. So. Wann sollten wir da sein? 8:27 Zulu. 25 Minuten Flug, das ist relativ in Ordnung. Sehr schön. Wenn wir mal schon mal unsere ersten Sachen eingeben. Kühlmensch war 10, 13. Temperatur war glaube ich 15 Grad. Und der Wind war variable mit 2 Knots. Kritisch war die 33 ist unser Final Approach. Hello. Thank you. Oh, unser Cabin Crew. The 200 feet minimum ist unsere, also 200 feet ist unsere Minimum. Sehr schön. Autoback annehmen wir schon mal, dass wir direkt schon für unsere finalen Anflug sind.
hier mal von woanders gucken. Sehr schön. Wunderbar. Bestimmt habt ihr euch schon wieder gefreut, dass mal wieder Let's Plays, also prepared Let's Plays kam. Also da, es hat mal wieder gedauert, bis mal wieder richtiger Let's Plays kam. Und heute sind sie wieder da. So, nun haben wir auch unseren Fuß erreicht. Genau. Also wie gesagt, ihr könnt gerne Flugwünsche oder andere Wünsche wie die anderen Simulatoren, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, bin ich immer gerne dafür offen. Und nun wünsche ich euch noch einen guten Flug und wir sehen uns dann kurz vorm Final World wieder. Also bis gleich.
Willkommen zurück nun im Final Approach. Ja, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was rumrandieren müssen. Ihr habt es ja bestimmt gesehen. Und jetzt sind wir mittlerweile auf Niner Zero und die sind jetzt auf 5000 Fuß. Und jetzt wollte ich eigentlich euch noch fragen, wollt ihr gerne mein Flugsimulator-Video, also das Flugsimulator nicht im Prepared, das Flugsimulator-Video in Bremen, wollt ihr das gerne auf meinem Kanal sehen? Ich war nämlich an dem Samstag, dem 23.02. war das, glaube ich, meine ich, war ich im Flugsimulator in Bremen. Die Maschine kam von einer ehemaligen A320, die in Real Life geflogen ist, die MSN 337, ein ehemaliger A320 der Air France. Wollte ich euch gerne fragen, ob ihr das Flugsimulator gerne von mir sehen wollt. Da ist jetzt euch die Frage, ob ihr das gerne sehen wollt von mir. So, Speedcheck, Flaps 2. Schreibt das doch einfach unten rein, ob ihr dazu Bock hättet, das Video von mir zu sehen. Also da bin ich ja auch sehr gerne dafür offen. Schon mal alles anmachen. So. 6400 Fuß, Speed Check, Flaps Free. And Speed Check, Flaps Full. So, da hinten haben wir die Allianz Arena in Sicht. Approach and landing. Fünftausend Fuß sind auch schon schnell erreicht, sehr schön. Da haben wir auch schon die Landebahn zugleich schon in Sicht. Jetzt müssen wir gleich mal langsam mal einlenken.
Da ist er drin, sehr schön. Localizer ist da, sehr schön. Alter, das nenne ich mal ein Pitch ab. So, 3,7 Meilen noch bis Magat. Und dann so will er gleich on der Gleisslope. Kaufen. Jetzt kommt langsam der Gleitslauf, sehr schön. So kann man auch noch ein bisschen Sprit verbraten. Gleitslop Star und Gleitslop ist da. Perfekt. Also Gleitslop Star und Gleitslop ist da. So. So, 3K Gleitslop. Bin ich 10, 13. Checked. So, Lenny geht down.
Tür ist doch unlocked, sehr schön. Da hat man so leise das Klacken gehört. München unter uns. Beziehungsweise auf der rechten Seite ist München. Autopilot ist off. Stable. Also continue. Also checked. Ihr wisst schon, was ich meine. Hundred above 300. Minimum 100. Continue stable. 100, 70, 60, Lights 50, slow. 40, 30, 20, retard, 10, 5. Upsala. Spoilers. Reverse screen. Diesel. Alter, was war das denn? Der Schuh war noch da. Ey, die Nuts. Reverse off, Autobrakes off. So, und wir holen jetzt Alter, was war das denn? Parking Breaker Set. Clock aus. Clock aus. So. APU Start. Flaps. Spoilers in. Da. Perfekt. Nun rollen wir mal zum Gate. Aber was war das denn gerade für eine Landung, ey? Boah. Lufthansa. So, sehr schön. Flight Director und Landing System off. Wir können hier rechts rum. Was war das denn gerade? Ihr habt ja auch gesehen, dass ich heute mal ein bisschen früher als sonst Manual Flight gegangen bin. Also wollte ich heute mal ein bisschen trainieren, aber was war. Wahrscheinlich war der Feuer Frost, glaube ich. Absicht so richtig mitbekommen. Wahrscheinlich war der Frost Lever nicht ganz da, wo er sein sollte.
aber wir werden mal sehen. Gate 201 heute für uns, sehr schön. Dann machen wir mal unser Taxi Light mal off, damit wir den nicht gleich blenden. Oder nee, Gate 202 war das genau. Ich fahre den ja fast um. Und stopp. Parking Brake ist set. Airflow bleed on. Engines off. So, dann haben wir es auch geschafft. Dann machen wir mal schön auf. Aber die Landung war gewöhnungsbedürftig. Ihr könnt ihr selber die Landung mal bewerten. So, alles aus, alles da. Request Deboarding. Ohne Stop. Sehr schön. Dann haben wir es doch auch mal geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Lasst doch mal einen Kommentar da, wenn ihr natürlich nichts verpassen wollt. Und vielleicht auch mal den Abo-Button. Wie gesagt, bewertet die Landung. Ihr könnt gerne Flugwünsche oder andere Wünsche gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat der Flug in den Sonnenuntergang gefallen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zu einer neuen Folge wieder. Der TSG sagt Tschüss!